Siemens brachte sein erstes DALI-Gateway im Jahr 2002 auf den Markt. Mit seiner länglichen Form passte das Gerät perfekt in Fensterbank- und Brüstungskanäle, abgehängte Decken und Doppelböden sowie in Beleuchtungskörper. Es unterstützte den grundlegenden Standard für das Dimmen von Leuchtstofflampen und die Standardmerkmale mit 16 Gruppen und bis zu 16 Szenen. Später wurde eine erweiterte Einsatzmöglichkeit entwickelt, um auch die Notbeleuchtungsstandards für Einzelbatterieleuchten zu unterstützen. Dann wurde es durch das erste auf DIN Houdini montierbare Gateway, das N14101, ersetzt. Da dieses nur die Gruppensteuerung unterstützte, wurde mit der Variante 02 eine weitere Hard- und Softwareerweiterung herausgebracht, die nun die volle Funktionalität für einzelne EVG-Ansteuerungen bereitstellte, einschließlich der vollständigen Verwaltung von EVGs in Notbeleuchtungen. Die aktuelle Generation von Siemens DALI Gateways besteht aus drei Geräten. Das N14103 ist der direkte Nachfolger des Gerätes 02. Eine DALI-Linie, die gleiche Funktionalität sowie die Erweiterung um Sensoren und Zeitschaltpläne. Dem N14121 Twin, welches zweimal dem Gerät 03 in einem Gehäuse entspricht. Es verfügt also über zwei komplette DALI-Kanäle. Und schließlich dem N14131. Dieses ist der direkte Nachfolger des N14101, allerdings auf zwei DALI-Linien mit Sensorunterstützung erweitert.